Hallo, liebe Freunde, die daran denken, liebe Reisefreunde, die daran denken, mal nach Uruguay zu kommen. Ich bin Martin von Uruguay Erleben und ich möchte euch mal kurz mal vorstellen, was wir überhaupt so anbieten, wenn wir eine Uruguay-Reise mit Ihnen zusammen planen. Wie überhaupt, da kommen wir gerade bei, sind wir schon beim Stichwort planen. Wir planen immer individuell mit jedem uns seine Uruguay-Reise im Voraus. Das heißt, wir betreiben Konversationen via WhatsApp oder Skype oder was auch immer und gehen dann genauer oder schreiben, jeder wie er will, und gehen dann genauer auf die bestimmten Punkte ein, die jeder so für sich in den Fokus stellt, sage ich mal. Ne? Das bedeutet, der eine, der hat ja mehr Spaß am Gourmet, der andere hat halt mehr Spaß am Strand oder es gibt auch Kombinationen. Wir planen das zusammen mit unseren Gästen. Das heißt, wir buchen keine Hotels. Das machen sie selbst über die entsprechende Zeit. Weil Hotels anzubieten, das ist immer mit irgendwelchen Sachen verbunden, für die wir nicht stehen können. Während bei Privatanbietern, wenn sie Apartments mieten wollen oder, sag ich mal, Ferienwohnungen, da greifen wir dann schon aktiv mit ein und können die auch teilweise vor Ort besorgen. Das vor allem hier zum Beispiel in La Paloma, auch bei uns selbst zu Hause, aber auch größere Häuser für 3, 4, 5, 6 Leute oder kleine Gruppen, große Gruppen, das ist egal. Da finden wir immer was, da gibt es auch genügend, außerhalb vor allem zu der Zeit, die hier nicht gerade in die Hauptsaison fällt. Davon rate ich Ihnen dann ab. Erstens mal, weil die Preise fünffach steigen, auch für Unterkünfte, die es absolut nicht wert sind, zahlen Sie da 200-300 Dollar am Tag. Der Grund dafür ist, dass halt die ganzen Argentinier, Uruguay lebt zu 80% von argentinischen Touristen und der Rest sind dann Brasilianer, auch die kommen. Das hat aber einen anderen Grund. Und der Rest sind eigentlich ganz wenige Ausländer aus anderen, im Vergleich zu diesen 3 Millionen. Ja? Das sind ja 3 Millionen, Uruguay hat 3 Millionen Einwohner, es kommen auch 3 Millionen Touristen im Jahr, also da ist schon schwer was los teilweise. Sind dann auch viele Kreuzfahrtschiffe dabei, ungefähr 300, die haben ja hier 2 Anlegepunkte. Auch für die Leute, die sowas interessiert, die machen wir auch, buchen wir auch oder organisieren wir auch Ausflüge. Aber wie gesagt, kommen wir doch zurück zum Thema Reise. Sie buchen dann ihre Hotelunterkunft mit unseren Tipps. Einige haben wir natürlich, die wir selbst auch kennen, aber ansonsten machen wir alles über privat und individuell. So, dann starten wir von uns aus. Ne? Sie kommen zum Beispiel in Montevideo an und haben sich über eine deutsche Seite, eine Autovermietseite, eine Autovergleichsseite, haben sich ein Auto gemietet. Immer zu empfehlen und nicht gerade hier vor Ort. Da können Sie die Konditionen lesen, wissen alles, um was es geht. Besser zu verstehen, als wenn Sie das mit Halbspanisch oder gar keinem Spanisch hier vor Ort machen müssen. Vor allem Seiten wie Europcar und so, ne, da haben Sie auch den Vorteil, können Sie das Auto an verschiedenen Stellen abgeben. Wenn Sie zum Beispiel in Montevideo am Airport das Auto abholen und möchten dann vielleicht am Schluss nach Buenos Aires oder vielleicht von Buenos Aires aus zurückfliegen, dann lassen Sie das Auto dann in Colonia de Sacramento oder in Colonia oder in Montevideo und am anderen Ort stehen, geben sie das wieder ab und nehmen dann die Fähre rüber oder den Flug und fliegen von da aus zurück. Ne? Das ist ja halt bei den lokalen Anbietern seltenst der Fall. Das sind kleinere meistens, ne? Und da kennen sie auch die Konditionen nicht so genau. Also besser halt mit so großen Arbeiten international und direkt am Airport abholen. Und dann kommen sie zu uns raus zum Beispiel, das sind 200 Kilometer. Über eine tolle Straße, also für südamerikanische Verhältnisse ist das wie eine deutsche Bundesstraße, manchmal auch vierspurig. Und dann können Sie zum Beispiel mit uns Tagestouren unternehmen. Na? Wenn Sie kein Auto fahren wollen, dann kommen wir Sie auch abholen am Airport oder Sie fahren zuerst in die Stadt nach Montevideo, machen eine Übernachtung und kommen am nächsten Tag mit dem Langstreckenbus raus. Das ist nicht unbedingt angenehm, aber halt, und wer meint, es wäre preiswerter, okay, dem kann ich das kurz ausrechnen. So, wir haben unseren Fixpreis, wir
für sie abzuholen. Aber wenn sie mit dem Taxi nach in die Stadt fahren, da zahlen sie ungefähr 25 bis 30 Dollar. Dann machen sie noch eine Übernachtung dort. Ja, dann haben sie ihr ganzes Gepäck dabei. Am nächsten Morgen geht es da wieder mit dem Taxi zum internationalen Busterminal. Und dann fahren sie im Busterminal ab die 203, das ist dann mitten in der Stadt, die 230 Kilometer, ungefähr 4 bis 5 Stunden nach uns zu uns raus. Ne? Das wären mit dem Autos, von uns aus sind das halt, wenn wir es machen, 2,5 bis 3 Stunden. Ja. Und Das wäre dann doch zu empfehlen, weil sie sich dann halt nicht um Gepäck und so, solche Sachen kümmern müssen. Wie gesagt, oder sie haben ihr eigenes Auto. Das ist so und so die beste Alternative, weil alles hier riesige Entfernungen hat im Vergleich zu Deutschland. Da fahren sie von einem Highlight zum anderen in ein paar Minuten, eine halbe Stunde hier. Ist der nächste Ort dann schon wieder 40, 50, 60 oder 100 Kilometer entfernt. Na, da ist es so und so besser, mit dem Auto, mit dem Mietauto zu kommen. Aber es geht auch ohne. Wir haben zum Beispiel auch für ältere Damen, die kommen gerne, ich weiß auch nicht, warum die uns vertrauen, aber wir haben dieses Jahr jetzt, demnächst haben wir zwei, die machen die Tour ganz alleine ohne Auto oder die haben sich was ausgesucht, ne, fangen mit uns an, machen mit uns Tagestouren und dann fahren die mit dem Bus weiter, die eine fährt zu einer Estancia und die andere fährt nach Montevideo, macht Kulturprogramm. Dann habe ich dann auch jemanden organisiert, oder wir machen das selbst. Das kommt ganz drauf an, weil wir sind ja auch Guides in Montevideo. Meine Partnerin, die ist selbst eine uruguayische Touristenführerin. Von daher kein Problem. Und das wäre ein Konzept. Oder wir schauen für die etwas abenteuermäßig veranlagten Reisenden, für die zum Beispiel haben wir dann Trips an die brasilianische Grenze, da geht es dann in den Dschungel, in den Urwald rein und Tierbeobachtungen. Das machen wir übrigens auch hier in die großen Lagunen. Wir haben hier da 5 solche Riesenlagunen mit Tausenden von Hektars. Süßwasser, einige, andere Salzwasser, Vogelbeobachtungen, Kajaktouren, Reiten. Da können Sie alles machen, was Sie wollen, ne? Oder was Ihnen Spaß macht. Solche Aktionen, die unterbuchen wir oder organisieren wir. Ja, oder wir fahren auch in die Sierras rein. Ja, das sind dann halt so Wege, da geht es dann über Stock und Stein, circa 60, 70, 80 Kilometer. Also es ist eine Karstlandschaften, ist auch eine tolle Sache. Ja, da sollte man allein nicht rein. Wenn sie liegen bleiben, wird es dann schon schwierig, da rauszukommen, wenn sie nicht die dementsprechenden Empfang haben oder wissen auch nicht, wen sie anrufen sollen da. Ne? Das wäre zum Beispiel, oder wir organisieren dann Rundtouren, ne, machen dann nach unseren, sage ich mal, 2, 3, 4 Tagen hier. Manche, die bleiben auch eine ganze Zeit hier bei uns in La Paloma. Die gehen dann weiter und fahren eine Tour durchs Landesinnere. Dort können wir auch zum Beispiel Touren organisieren, Abenteuertouren, zum Beispiel auf dem Rio Negro mit dem Boot. Ne, oder halt... Was haben wir noch? Sie können auch in die tiefen Höhlen, in die Achaten, Amethysthöhlen ganz oben im Norden. Das ist ja, Uruguay ist ja einer der größten Lieferanten für Achate und Amethysten. Da gibt es dann auch geguidete Touren, aber das wird dann von den lokalen Anbietern gemacht. Da kann man nicht so einfach rein. Ne? Das muss dann vororganisiert sein. Dann auch, was auch interessant ist, vor allem die UNESCO-Route, weil sie haben jetzt mittlerweile drei Denkmäler unter UNESCO-Schutz stehen. Das ist Colonia, die Stadt selbst, Colonia de Sacramento am Litoral, also am Rio Uruguay. Und dann dieses Liebig Fleischfabrik, die Fleischkonservenfabrik. Dazu gibt es halt eine tolle Story aus der Geschichte des Landes, warum auch Uruguay zur Schweiz, das ist Südamerikas wurde. Das basiert auch hauptsächlich auf diesem Industriekomplex, der mittlerweile allerdings nicht mehr funktioniert, aber halt diese ganzen Maschinen und alles steht da noch. Und mittlerweile haben sie auch noch eine ganz besondere Kirche ins UNESCO-Weltkulturprogramm aufgenommen. Gerade dieses Jahr, also 2020 oder 2021 wurde die aufgenommen. Wirklich ein seltsames Gebäude für eine Kirche aus Backstein. Also die besuchen die allerdings auch bei uns auf Touren. Also wie gesagt, da kann jeder mit uns machen, was er will, wie er es mag und auf welchem Niveau er das will.
Wir tun in dieser Hinsicht dabei unterstützen oder fahren mit oder buchen die dementsprechenden Unterkünfte halt, ne, sofern es sich nicht um Hotels handelt, versuchen wir halt dann schon unterstützend einzugreifen. Dasselbe auch bei Estancien. Das ist allerdings immer, wie gesagt, eine Estancia, also diese, das nennt sich eigentlich in Deutschland, hat mir mal eine gesagt, ja, Estancienurlaub. Nee, das heißt bei uns Urlaub auf dem Bauernhof. So ähnlich müssen Sie sich das auch vorstellen. Und das ist halt auch recht teuer. Ne? Das ist nicht so billig, wie das in Deutschland ist, weil diese Estancien, die liegen erstmal ziemlich weit weg von den Hauptstraßen. Und dann müssen Sie immer voll Pension bezahlen, also Komplettpension. Es sind zwar drei Mahlzeiten pro Tag dabei und das auch das ganze, sage ich mal, Unterhaltungsprogramm. Das kann dann Reiten sein, ein bisschen Kanufahren auf den Seen, die da haben, oder die liegen am Fluss, dann können sie halt auf dem Fluss fahren. Im Endeffekt, das Gaucho-Leben wird ihnen da dann halt ein bisschen vorgegaukelt. Ist eine tolle Atmosphäre, das mit Sicherheit. Aber wie gesagt, diese Estancien haben ihren Preis, da zahlen die schon mal pro Person, pro Nacht 250 bis 300 Dollar. Ne? Das ist, wie gesagt, Vollpension. Ne? Und das ist nicht jedem so sein Ding. Da gibt es halt andere Alternativen, um all diese Sachen halt auch weitaus günstiger zu machen. Ne? So, ich meine, so ein Reitausflug, zum Beispiel in den Nationalparks, da würden sie mit, das ist ein 8-Stunden-Trip, sage ich mal, da schwimmen die Pferde noch durchs Wasser durch, die werden mit dem Boot übergesetzt. Das kostet sie vielleicht 80 Dollar, ne? Ein ganzer Tag dann allerdings auch. Und also überhaupt nicht im Vergleich zu dem, was da mit den drei Hessen zwar angeboten wird, aber das Abenteuerfeeling ist halt doch was ganz anderes, ne? Als wenn sie da so eingeschlossen auf so einer Rennschraum reiten. Ne? Gut, dann machen wir auch Wanderungen oder geben Tipps, wo sie wandern können, wo es sich lohnt zu wandern. Ne? Solche Sachen. Also wie gesagt, sie können da ganz offen mit uns reden und ihre Vorlieben uns mitteilen und wir schauen dann, wie wir das am besten machen. Was noch zur Reisezeit zu sagen wäre, ist, kommen Sie nicht im Januar, außer Sie kennen hier jemand oder haben mindestens 8 Monate vorher schon gebucht. Dann ist der Preis allerdings nicht immer derselbe, der angegeben ist über so eine Seite. Über so Booking.com oder was es da auch immer so alles gibt. Oder Airbnb, das steigt ja dann alles in 8 Monaten. Sobald es freigeschaltet wird, buchen die Argentinier und die Uruguayer aus der Hauptstadt alles weg an den Stränden. Ne? Und die haben ihre Connections, die kommen oft schon Jahre. Und ist nicht so ganz einfach. Also vor allem in der ersten, ab Weihnachten bis, sage ich mal, Ende Januar, Mitte Februar ist es schwer kompliziert. Danach geht es runter, dann kommt es wieder an, wie ist die Faschingszeit. Am besten eigentlich ist jetzt zur Frühjahrszeit, ab Mitte, Ende Oktober bis zu Weihnachten, obwohl sie da schon in die Hauptsaison teilweise reinfallen. Am Schluss, es ist aber noch nichts los. Ne? Das ist halt nur von Anbietersache. Okay, die machen damit schon halt ihr Geld schon früher. Also die absolute Hauptsaison ist vom 1. bis zum 15. Januar, aber sie fallen schon früher in die Hauptsaison rein. Bei uns jetzt nicht, aber bei den Hotels oder bei den Estancien steigen da die Preise schon gewöhnlich an. Ne? Und eine gute Zeit ist dann auch, wie gesagt, Mitte Februar, wenn nicht gerade Fasching ist. Fasching ist auch wieder so ein komplexes Thema. Und die Osterwoche, die ist dann auch halt etwas genauer zu beobachten. Aber genau die 6 Wochen dazwischen sind eigentlich sehr gut. Ne? Da kommt natürlich immer darauf an, ob die spät oder früh liegt. Macht für uns nichts aus, wenn sie bei uns hier in La Paloma finden sie immer was, die ersten paar Tage, und danach muss man halt schauen, da muss ich vor Ort dann fragen, wo sie überhaupt dann hinwollen. Ne? Das kommt ja ganz drauf an. Ansonsten ist das alles ihr recht einfach. Denken Sie daran, dass Sie die Impfprogramme einhalten. Die sind, ich sage da jetzt nichts Genaues dazu, aus dem einfachen Grund, weil dieses Video wahrscheinlich ja auch noch ein bisschen länger Bestand hat und sich diese Konditionen ja ändern können. Also halten Sie bei IATA oder beim Auswärtigen Amt, da sind immer die Impfdaten oder diese Impfvoraussetzungen für die Einreise sind aktualisiert.
ne, damit da nichts schief geht bei der Einreise oder das irgendwie verweigert wird. Ich meine, sie müssen ja so und so immer umsteigen, da es ja Direktflüge überhaupt keine gibt nach Uruguay. Da muss es ja schon auf dem Airport, auf dem Zwischenstopp, muss es ja schon klappen, ne, wenn sie da raus müssen. Also, wie gesagt, ansonsten immer eine Visakarte mitbringen. Mit Master haben wir sehr schlechte Erfahrungen hier gemacht. So, wird angeblich überall angeboten und sollte funktionieren. Also ich habe jetzt da immer schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ne? Das Geld wurde nicht ausgezahlt. Da mussten wir dann irgendwelche Bankautomaten suchen, ganz spezielle oder irgendwo rumreisen. Visa ist da besser. Die funktionieren eigentlich immer. Mit den Handys, das machen wir dann. Wir tauschen hier die SIM-Karten aus. Das macht dann hier so ein Spezialist. Und dann zahlen sie halt im Landesinneren auch keine Roaming oder spezielle Roaming-Gebühren da nach Deutschland, wenn sie WhatsApp oder sowas nutzen müssen. Oder mit uns, zum Beispiel, wenn sie alleine weiterreisen, bleiben wir ja weiter in Kontakt. Für den Fall, dass auch irgendwann was nicht so ganz glatt läuft. Und da können wir vielleicht noch unterstützend eingreifen, sodass die Reise ohne problemlos weiterverläuft. Ja, also in der Hinsicht sind wir immer up to date und bleiben am Ball. Ich hoffe, ich habe Ihnen da jetzt so ein bisschen die Idee gegeben, wie wir das organisieren. Wir machen das halt nicht wie andere, so alles durchorganisieren und dann sagen, ja, das ist eine Individualreise und eigentlich außer dem Termin ist eigentlich nichts individuell, ne? Sondern die fahren immer irgendwo immer zum selben Platz sagen, aber sie würden das ständig ändern. Das ist natürlich nicht der Fall. Das sind organisierte Reisen. Wir machen das allerdings in Absprache mit Ihnen. Ne? Und dann ist das individuell. Da können Sie sich drauf verlassen. Jetzt zeige ich Ihnen mal noch gerade, zum Abschluss, wo ich da jetzt so gerade stehe, am Strand, gebe ich Ihnen noch einen Eindruck, weil es lohnt sich heute wirklich. Es ist ein Celeste, Uruguay, himmelblau. Hinten ist unser Leuchtturm. Der größte übrigens, der höchste in Uruguay. 40 Meter oder was der hat. Toller Ausblick. Jetzt geht es halt in die Sonne rein, deswegen sieht man nicht so gut. Diese Felsen da, die sind jetzt hier an diesem, das ist halt das Grab, deswegen steht ja auch der Leuchtturm da. Das war früher halt ein Seemannsgrab, ne, ein Schiffsgrab. Das sind übrigens einige der ältesten der Erde, die sich auch rüberziehen bis nach Südafrika durch die Erdplattenverschiebung. Also eine ganz tolle Sache auch für die Geologen und so hier. Ansonsten viel Wasser und Strände und auch an den Flüssen. Die Strände sehen an den Flüssen genauso aus wie hier. Man sieht es jetzt nicht so toll, aber schauen Sie mal. Was ich noch sagen wollte. Bevor ich wollte kein Video hier hochladen mit Reisezielen, weil es gibt unten drunter, habe ich das in der Beschreibung hinzugefügt, von Arte, glaube ich, die haben da zwei Videos gemacht über Uruguay, also die sind unschlagbar. Die müssen sich anschauen, dann haben sie einen Einblick. Die haben das so toll gemacht. Also ich war ganz begeistert, als ich das gesehen habe. Schauen Sie sich das an und holen sich da ein paar Eindrücke und dann melden Sie sich bei uns. Wir würden uns freuen, Sie zu empfangen. Tschüss, bis bald.